finden denn eigentlich diese Spaziergänge statt, speziell die Montagsspaziergänge? Und dafür gibt es eine sehr gute Übersicht, nämlich eine Webseite, die nennt sich Spaziergang.app. Und dort werden sehr viele Spaziergänge gelistet, insbesondere die Montagsspaziergänge, natürlich aber auch die an anderen Tagen. Unter Spaziergang.app kann man diese Seite erreichen und man sieht sofort die Deutschlandkarte. Hier sind aktuell nur die Spaziergänge in Deutschland aufgezeigt, aber das hilft ja auch schon mal weiter. Auf der rechten Seite hier bekommen wir eine Liste angezeigt mit dem jeweils aktuellen Datum. Wir können die Liste durchscrollen, die ist allerdings ziemlich lang. Man kann natürlich auch nach Ort oder Postleitzahl suchen. Wir können ja mal einfach die Postleitzahlbereiche eingeben. 1, 2, 3 oder 5, 7, 8. Und dann sieht man natürlich immer in dem entsprechenden Postleitzahlbereich, an welchen Orten, in welchen Orten hier Spaziergänge stattfinden. Man kann natürlich auch ganz einfach irgendeinen Ort angeben. Wir nehmen jetzt einfach mal Berlin und sieht dann, okay, 42 Spaziergänge sind hier eingetragen. Man kann hier in die Karte reinzoomen und bekommt dann natürlich einen besseren Überblick, wo genau die Spaziergänge stattfinden. Ich kenne mich jetzt in Berlin nicht so gut aus. Ich wähle mal irgendetwas aus, sagen wir mal Tempelhof. Ich klicke dort einfach mal drauf und dann sehe ich auf der rechten Seite, Montag, 7. Februar ist bzw. war um 18 Uhr der Beginn von dem Spaziergang. Treffpunkt Tempelhofer Damm 165 in Berlin. Mit jedem Symbol, das ich hier irgendwo anklicke, bekomme ich hier auf der rechten Seite die wichtigen Hinweise angezeigt und natürlich auch, wo der Treffpunkt ist. Das Ganze kann ich mir natürlich in meinen Google-Kalender eintragen lassen oder im Apple-Kalender. Ja, das ist natürlich eine Webseite, die man gerne weiterempfehlen kann. Also tut das gerne, schickt es weiter an eure Freunde, spaziergang.app.